Hallo. Der Kobil ist ein nettes kleines Gerätchen, mit dem man Bankgeschäfte sicher abwickeln kann. Der Nachteil ist nur, immer wenn man ihn braucht, sind gerade mal wieder die Batterien leer. Scheinbar saugt der Kobil im Ruhezustand ständig Strom aus den Batterien. Was also tun? Ständig neue Batterien einsetzen? Nee, das geht gar nicht. Meine erste Lösung war, dem Kobil einen Einschalter zu verpassen. Funktioniert zwar, hat aber einige Nachteile. Erstens steht der Schalter hinten am Gehäuse über und wenn man vergisst, ihn auszuschalten, sind die Batterien wieder leer. Also nicht optimal. Wie also besser machen? So geht's. Die Lösung ist eine kleine, aber wirkungsvolle Schaltungsänderung. Im Gerät befindet sich bereits ein kleiner Kartenschalter, der werksmäßig dem Kobil signalisiert, wenn eine Karte eingesteckt wird. Der Umbau zielt nun darauf ab, diesen Schalter als Spannungsversorgungsschalter zu verwenden. Dabei werden die vorab durch den Schalter kurzgeschlossenen Kontakte dauerhaft kurzgeschlossen. Das bringt keinen Nachteil, weil die Spannungsversorgung nach dem Umbau sowieso nur dann anliegt, wenn die Karte eingesteckt ist. Der Effekt ist, dass der Kobil überhaupt keinen Strom verbraucht, solange keine Karte eingesteckt ist. Für den Benutzer ergeben sich keine merklichen Änderungen, außer dass eben die Batterien länger halten. Im Schaltplan stellen die braunen Leitungen die Originalverdrahtung dar, die blauen Leitungen sind diejenigen, die während dem Umbau eingelötet werden. Die gestrichelten Leitungen zwischen den Kreuzen sind die Trennstellen, an denen die originale Verbindung aufgetrennt wird. Zunächst wird der Kobil schrittweise zerlegt. Der Deckel des Batteriefachs wird entfernt. Die Batterien werden herausgenommen. Jetzt sind die vier Schrauben für den oberen Gehäusedeckel dran. Nachdem der Gehäusedeckel abgenommen ist, sieht es dann so aus. Die Kartenführung kann durch Entfernen von zwei Schrauben abgenommen werden. Mit einem kleinen Seitenschneider unterbricht man die Verbindung zwischen den Schaltkontakten und der Platine. Beide Kontakte müssen durchtrennt werden. Die vom linken Batteriekontakt abgehende Leiterbahn muss ebenfalls durchtrennt werden. Nach dem Heraustrennen sollte es so aussehen. Die gelben Kreise zeigen nochmal die Positionen. Nun ist es an der Zeit, die notwendigen Leitungen und Brücken einzulöten. Am besten fängt man mit der Brücke für das Kartensignal an. Danach die beiden Leitungen zwischen Schaltkontakt und der unterbrochenen Spannungsversorgung. Beim Verlöten der Leitungen muss darauf geachtet werden, die Verbindung recht flach zu halten. Das gilt besonders für die Verlötung nahe den Batteriekontakten, aber auch an dem Schaltkontakt, weil nicht viel Platz zwischen Karte und Kontaktflane bleibt. Ein kleines Stück Klebestreifen nahe den Batteriekontakten hilft, Kurzschlüsse zu vermeiden. Nach dem Zusammenbau aller Komponenten sollte alles hoffentlich wieder funktionieren. Ja.